Hallo liebe Tarotfreunde, hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr hier seid. Ich habe gesehen, es haben sehr, sehr viele abonniert. Vielen, vielen Dank dafür. Macht bitte weiter so. Ihr wisst, dass ihr mich damit unterstützt. Vielen Dank auch für eure Likes. Wir schauen uns jetzt in dieser Legung an, wie ein Mensch, an den du jetzt bitte denken sollst. Ja, den wählst du selbst aus, wie dieser Mensch aktuell energetisch zu dir steht, welche Gedanken er sich über dich macht. Ja, und je nachdem, was das Tarot dann weiter erzählen wird. Ich werde hier neutral bleiben. Ja, neutral im Sinne von geschlechtsneutral. Du kannst auf einen Mann schauen, du kannst auf eine Frau schauen, wie du möchtest. Ich werde einfach nur die Energetik auffangen. Ja, wie steht der Mensch aktuell zu dir, an den du denkst? An den du jetzt denkst. Denkt bitte an diesen Menschen. Und wir schauen uns die Energie an. Energie. Okay, in welcher Energie befindet sich dieser Mensch aktuell dir gegenüber? Aktuell ist immer dann, wenn du diese Legung aufrufst, nicht das Datum der Legung. Hier ist eine sehr positive Energie, sage ich euch gleich zusammenfassen, bevor ich sie hier gleich ein wenig entschlüssele. Es ist gut möglich, dass du zu diesen Menschen keinen Kontakt hast, oder es ist gut möglich, dass eure Situation quasi ja irgendwie geklärt ist. Ja, dass ihr, wenn ihr euch seht, dass ihr zwar Kontakt habt, miteinander agiert, aber vielleicht halt eben nicht vertieft, ja. Das ist aber nicht so wichtig. Das muss hier gar nicht so sehr in Resonanz gehen. Hier ist einfach die Energie von diesen Menschen dir gegenüber ist harmonisch aktuell. Ist positiv. Positiv im Sinne, dass dieser Mensch sich sehr wahrscheinlich an schöne Erlebnisse mit dir erinnert oder an schöne Gespräche, an schöne Momente. Es können auch kurze Momente sein. Es müssen hier nicht irgendwie wirklich langwierige Treffen, gemeinsame Urlaube, was auch immer, sondern hier können auch kurze Momente gewesen sein. Und was ich noch sehe, ist, dass dieser Mensch dich für eine Person hält, die sehr tief, vielleicht philosophisch erfahren, klug, vielleicht sogar spirituell ist. Ja, so sieht dich dieser Mensch aktuell in dieser Energie. Ja, weil das ist die Energie des Menschen dir gegenüber. Und dir gegenüber sagt dieser Mensch, dass du eine sehr tiefgründige Person bist. Hier könnte sogar sein, oder hier ist so ein bisschen mehr die Tendenz, dass du nach außen hin, ja, sagt dieser Mensch, dass du nach außen hin durchaus so, vielleicht so ein bisschen oberflächlich sein kannst, ja, oder generell so, nur so ein bisschen, ja, nach außen hin deine Tiefe, man deine Tiefe nicht sieht. Man könnte sie hier spüren, aber erst, wenn man dich ein bisschen länger kennt, erst, wenn man ein bisschen länger mit dir zu tun hat.
Weil nach außen hin strahlst du absolute positive Energie aus, eine leichte Energie, optimistische Energie. Aber diese Person denkt, dass du eine tiefgründige Person bist. Ja, hier ist so eine erfahrene spirituelle Karte zu sehen. Guck noch ein wenig weiter. Also energetisch steht dieser Mensch dir gegenüber aktuell absolut harmonisch. Hier ist eine Harmonie zu sehen. Ganz egal, wie ihr auseinandergegangen seid. Als Beispiel. Vielleicht habt ihr aber auch noch miteinander zu tun. Das habe ich ja vorhin erwähnt. Diese Person hat keinen Groll dir gegenüber. Diese Person ist nicht sauer dir gegenüber. Ja, diese Person ist nicht traurig, enttäuscht, was auch immer, sondern hier ist einfach so eine Harmonie und Frieden in Bezug auf die Energie dir gegenüber. Und auch wenn ihr Streit hattet, ja, trotzdem, hier überwiegt die positive Energie. Entschuldigung. Aber ihr seht, ja, ich glaube, ich müsste dreimal niesen als Bestätigung. Okay. Er oder sie hält dich für eine positive Persönlichkeit. Für eine Person, die immer weiter schaut, die Ziele hat. Ja, keine ziellose Energie, sondern eine Frau oder ein Mann, je nachdem, wer du bist, mit Zielen, mit irgendwelchen Vorstellungen fürs eigene Leben, immer weiterschauend. Stabil, absolut stabil. Stabil auch im Sinne von, dass diese Person dich für eine reife Persönlichkeit hält. Ja, dass du die Reife hast und dass du dich sehr wahrscheinlich schon stückweise gefunden hast, ja, es ist ja so, dass dich der Mensch, zumindest ich bin dieser Meinung, immer weiterentwickelt, immer weiter, das ganze Leben lang. Es hört nie auf. Wir entwickeln uns ständig weiter. Ja, wir haben vielleicht bestimmte Prinzipien, bestimmte Moralvorstellungen, die wir im ganzen oder während des ganzen Lebens nicht verlassen, ja, an die wir uns halten. Und diese Person denkt, dass du das schon hast. Ja, du hast dich schon teilweise gefunden. Du bist eine reife Persönlichkeit. Du bist stabil, was deine moralischen Vorstellungen betrifft, was deine Prinzipien betrifft. Diesbezüglich bist du stabil. Ja, in einigen Dingen. Hier könnte so eine leichte Sturheit sein, aber diese Sturheit ist nicht negativ gemeint. Du hast es leicht mit Menschen, sagt dieser Mensch, auf den du gerade schaust. Ja, du findest immer die richtigen Worte, den richtigen Ton. Du kannst mit Menschen umgehen. Du hast das richtige Gespür für Menschen.
Also hier ist wirklich alles sehr, sehr schön und positiv. Die ersten drei Karten haben es eigentlich schon angedeutet. Okay, wir schauen noch ein wenig weiter. Gibt es denn etwas, was dir diese Person am liebsten sagen würde? Ja, was würde dir diese Person am liebsten sagen? Gibt es etwas, was diese Person auf dem Herzen hat und möchte es irgendwie loswerden? Ah, diese Person sagt, dass du. Schau, diese Person, auf die du gerade schaust, sagt zu dir, Liebes oder Lieber, du siehst mich nicht so, wie ich tatsächlich bin. Ich bin nicht so, wie du mich siehst. Ich bin nicht so, wie du über mich denkst. Ich bin anders. Ich kann deine Vorstellungen, die du über mich hast, kann ich nicht erfüllen. Oder vielleicht habe ich dich schon enttäuscht. Vielleicht hattest du Vorstellung über mich und ich habe dich bereits enttäuscht. Ich bin nicht so, wie du denkst. Und sehr wahrscheinlich denkt ihr auch positiv über diese Person, auf die ihr gerade schaut. Aber diese Person ist nicht so wie eure Vorstellung in Bezug auf diesen Menschen. Das sagt auch dieser Mensch, ja. Also dieser Mensch sagt dir das direkt hier. Ich bin nicht so, wie du denkst, wie ich bin. Okay, nehmen wir das doch so an. Ich kann ja fragen, was ist das denn hier falsch? Welche Vorstellung, die du hier über diese Person hast, welche Vorstellung ist denn hier falsch? Welche Vorstellung ist hier falsch? Na, erstens ist dieser Mensch verschlossen. Er zeigt wahrscheinlich nicht so gerne sein wahres Gesicht. Dieser Mensch steht sehr gerne im Mittelpunkt. Dieser Mensch liebt es, wenn man oder wenn sich vieles um diesen Menschen dreht, wenn sich vieles um ihn oder um sie dreht, ja. Es kann sogar sein, dass ihr in eurer Verbindung, egal welche Art, dass es tatsächlich ja auch das Problem war, dass dieser Mensch sehr auf sich bezogen war. Ich sag's euch ganz ehrlich, hier ist so eine kleine Note oder vielleicht sogar eine große Note von Egoismus zu sehen, den du wahrscheinlich nicht siehst oder den du vielleicht nicht gesehen hast. Ja, und nur bis zu einem gewissen Punkt bereit, sich zu öffnen.
Okay, möchte euch denn das Tarot ganz bestimmt, ich bin mir sicher, noch etwas mit auf den Weg geben in Bezug auf diese Person? Ja, als Ratschlag, als Input. Ganz eindeutiger Ratschlag, ihr solltet euch emotional von diesem Menschen lösen. Ja, ihr solltet aufhören, traurig zu sein in Bezug auf diesen Menschen. Ihr solltet dieser Situation, diesem Menschen keine Gefühle mehr schenken, ganz egal welcher Art, ja. Aber hier sind mehr so negative Gefühle. Ja, sehr wahrscheinlich ist hier ein bisschen Enttäuschung eurerseits zu sehen. Oder also hier könnte es um Gefühle gehen, hier könnte es aber auch darum gehen, dass ihr euch sehr viele Gedanken oder schon zu viele Gedanken über diese Person macht. Ja, also versucht nicht so tief euch da hineinzusteigern. Versucht euch überhaupt nicht in diesen Menschen hineinzusteigern, sondern lasst das alles weg. Lasst die emotionale Ebene weg. Versucht es wegzulassen. Das hat nichts mit Verdrängen von eigenen Gefühlen zu tun. Ja, es kann sein, dass ihr mich jetzt so versteht, aber so ist das hier nicht gemeint. Ich weiß nicht, warum das Tarot hier das anzeigt. Vielleicht ist hier bereits eine Enttäuschung, ja? Dann erst recht. Wie kriegt man das hin? Indem man sich einfach verklickert, okay, das war's. Man hat gemeinsam vielleicht eine Aufgabe gelöst, man hat gemeinsam irgendwie eine Erfahrung miteinander gemacht und jetzt geht es halt nicht mehr weiter oder was auch immer, ja. Und das einfach akzeptieren, das ist eine höhere Energie, das ist schwierig, ja, einfach zu sagen, okay, das Leben hat mir diese Person geschickt und ich bin jetzt eigentlich mittlerweile fertig mit dieser Person. Es gibt nichts mehr. Zumindest solltet ihr euch hier nicht so viele Gedanken über diesen Menschen machen. Ja, und auch nicht viel also zumindest versuche nicht viel hier zu empfinden, nicht zu tief in die Gefühlsebene zu gehen. Das ist hier der Ratschlag. Okay, meine Lieben. Vielen, vielen Dank. Liken, abonnieren. Dankeschön. Das war die Legung. Ich wünsche euch alles Liebe und bis bald, wenn ihr das möchtet.